So, wie ihr sehen könnt, sind wir wieder beim Orakel angelangt und nun geht unsere kleine Tour weiter. Hier war der Knopf von vorhin und hier, da drüben ist das Auktionshaus. Dort werden wir jetzt rübergehen. Doch vorher sehen wir hier unten noch eine Schatztruhe. Können wir die von hier aus öffnen? Nein, müssen wir einmal rumgehen. Sind halt überall hier am Spawn in Nova versteckt. Und wir haben ein Buch wieder mit Schutz und eine Eisenschaufel mit Haltbarkeit 3. Das ist doch auch schön. Kann euch leider nicht sagen, wo alle Truhen sind. Die Truhen, die ich im Kopf habe, die werde ich euch auch während unserer kleinen Tour zeigen. Alle anderen müsst ihr selber gesucht haben. Hier das riesige Auktionshaus. Hier werden von Gruning 1 am 3.2012 erbaut. Mehrere Eingänge. Ja, das hier ist der Haupteingang, aber man kann hier links reingehen, man kann da rechts reingehen. Ja, der Eingang dort. Doch, keine. Oh, das hätte gepasst, das sah so schön aus. Auktion im ersten OG. Früher wurden hier Auktionen veranstaltet mit den Sachen, die Griefer hinterlassen haben. In einer der oberen Etagen stehen auch noch Eventgewinne aus, beziehungsweise die wurden dort immer verteilt an die Leute, die bei Events mitgemacht haben, wie beim Weihnachtsevent zum Beispiel. Und man konnte dann dort sich mit Slash Warp hin teleportieren. Beziehungsweise Slash Warp Eventgewinne, so. Gucken wir mal, was hier dran steht. Hier geht's zu den Eventgewinnen. Da kommen wir auch schon hin. Muss mal kurz was essen. Ja. Jetzt können wir unsere Tour nicht weitermachen. Und hier ungefähr wäre man gelandet, beziehungsweise würde man landen, wenn man Slash Warp Eventgewinne einsetzt. Eingibt. Hier überall, wo die Säulen sind, standen dann Truhen und Namen der Gewinner dran. Nun gehen wir hier runter und besichtigen mal die Mitte des Turms. Ein kleines schwarzes Häschen da hinten sieht uns zu. Ist das niedlich? So, wir gucken uns Etage für Etage hier um. Auch hier gibt es eine Schatztruhe, für die man ein Rätsel lösen musste. Das Rätsel werde ich jetzt nicht für euch lösen, aber ich kann euch die Schatztruhe zeigen. Wofür ist eigentlich dieser Knopf? Nichts passiert. Hier sehen wir Platz, um etwas auszustellen. Da sehen wir ein Schnäppelchen. So, ich bin jetzt ausgestellt mit Fisch in der Hand. Jetzt nicht mehr. Und jetzt wieder. Und weiter geht's. Hier ist die Büchse der Pandora. Startgebot 7500. Was? Niemand darf sie je öffnen. Passiert irgendwas Grausames. Wir wissen alle, was Pandoras Büchse enthält. Der heilige Dirt. Unbezahlbar. Seht ihr ihn euch an. Den heiligen Dirt. So heilig, dass man ihn nicht mehr anfassen darf. Eine Ausstellungsplatte. Aber wir gehen hier gleich rein. Was vergessen wir das? Hier sind lauter Truhen, Schalter. Noch mehr. G wird anscheinend umgebaut. Dann gehen wir hier weiter. Das ist das Wüstenburg-Emblem. Startgebot 3000. Sieht aus wie ein Anker. Ein etwas älterer Anker, rostig kann man nicht sagen. Der nebische Opferaltar. Ui. Hier wurden grausame Opferungen veranstaltet. Lasst uns lieber weitergehen. Ein Baum mitten in einem Gebäude. Designerpalme nur für Cube-Card mit Goldmitglieder, okay, anscheinend gab es früher mal
vor meinen Zeiten eine Cube Card. Okay. Couchgarnitur. Okay. Datumshinweise tangieren mich peripher. Eine Pilzcouch. Okay. Gut zu wissen. Was ist das hier? Pferde müssen draußen bleiben. Hast du gehört, Pferd? Ach, wir haben ja gar keins. Gut. Gehen wir mal hier weiter. Lest euch die Regeln genau durch. Hier sind keine Regeln dran. Einfach nur Bilder, Klötze. Hinten wird fleißig gewerkelt. Patronen. Was ist hier drin? Ein Spawner, der nichts tut. Wahrscheinlich soll das eine Art Aquarium sein. Ja, ich schätze, das ist ein Aquarium. Vielleicht sollten da sowas ähnliches wie Fische rauskommen. Oder es soll andeuten, dass da Fische rauskommen. Eine Art Kapelle? Aber wir sind doch gar nicht in einer Kirche. Eine Art Lager. Okay, aber die sind hier alle am Arbeiten. Lassen wir die mal weitermachen. Wir gehen nach oben. Ins nächste Stockwerk. Ach, da ist auch schon das Rätselstockwerk. Und legendäre, einzigartige Kaffeetasse von Pepperus. Würde die umfallen, dann gibt es ein Chaos. Unvorstellbar. Das wäre, das käme einer Apokalypse gleich, wenn diese Tasse irgendwann mal umfallen würde. Lasst uns weitergehen, wir wollen nicht, dass die umfällt. Genau, hier musste man als Rätsel ein Codewort lösen. Ich werde euch nicht die einzelnen Positionen zeigen. Ich werde hier einmal rumgehen. Ein geschlossener Gang. Da hinten kam man, so glaub ich, dass dieser Stelle war, zu einer geheimen Schatztruhe. Nun, dessen Gang nun verschlossen ist. Nein, stimmt, da hinten ist der Gang. Ah, haben wir noch Glück gehabt. Können wir uns die noch ansehen. Sonst ist hier sehr leer. Vielleicht war hier früher mal irgendwas. Da hinten müssen wir hin, da wo die Leitern sind. Es folgt nun ein kleiner Sprungparcours. Mal sehen, wie gut ich jetzt darin bin. So. Nicht so gut. Ich vermute, ich muss was essen. Kann deshalb nicht so weit springen. Okay. So. Zack. Und hoch. Und hoch. Bisschen nervig, dass man diesen Sprungparcours jedes Mal aufs Neue machen muss. Wenn man hier zu der einen Truhe hin will. Und zack. Ups. Ui. Bloß nicht runterfallen. Zumindest nicht zu früh. Hier ist okay. Dann gehen wir hier runter und hier haben wir eine Tür, die mit Codewort gesichert ist. Überlege nochmal, ja. Müssen wir jetzt angeben. Ich hab's für euch extra wahrscheinlich rausgeschnitten, es sei denn, ich darf es zeigen, weil sich die Welt ja hier eh verändern wird. Das werdet ihr dann aber sehen. Und wir haben hier einen Sattel drin, ist immer gut. Und TNT. Können wir zwar nicht benutzen, außer zur Dekoration, aber okay. Das hier soll einen Hauptcomputer darstellen, da. Systemsteuerung für Ränge. Und hier ist ein Abbild von Wolfie. Oder bei mir auch Pirat genannt. Weiter ist hier sonst erstmal nichts. Gehen wir wieder nach oben. Da sehen wir das Teehaus. Noch mal ein bisschen raus. Da sehen wir ein bisschen von den fliegenden Inseln. Und in der Richtung einen wunderschönen Sonnenuntergang.
Ja. Na gut. Das war's soweit vom Auktionshaus. Wir sehen uns unten wieder. Beziehungsweise wartet. Nein, wir sehen uns am Spawn wieder, denn wir haben nun den nordwestlichen Teil erfolgreich erledigt. Bis dann. So, wow. Hallihallo. Und weiter geht's. Warum ich doch nicht am Spawn bin, liegt daran, weil ich wollte euch noch kurz ein letztes Mal die Aussicht von dem Auktionshaus zeigen, wenn man hier rauskommt. Da nachts sieht man dies besonders gut. Da ist das Orakel, in dem wir vorhin waren, und da drüben ist der Hauptbahnhof, den wir uns nun vom Spawn aus ansehen werden. Man kann auch hier lang zum Spawn gehen und da hinten zu Häusern, aber wir sehen uns das der Reihe nach von vorne an. Und da sind wir auch schon wieder am Spawn. Wir haben jetzt diesen nordwestlichen Bereich abgehakt, nun gehen wir hier in den Westen. Seht hier schon dieses prächtige große Gebäude, das ist unser Hauptbahnhof hier. Das ist ein Bus, der wurde zu Weihnachten rum, glaube ich, mit eingeführt. Die CN-Linie 45 BG. Früher war da auch mein Busfahrer drin, aber der hat wohl gerade Urlaub. Sitzt er hier vorne? Nein, der Schulbus ist leer, dann hat er wohl Urlaub. Dann gehen wir mal in den Hauptbahnhof. Erstmal eine riesige große Halle. Lauter Zügen. Ab und zu war hier auch mal mit den Zügen ein Event. Ich glaube, mit dem Blauen konnte man zu dem Weihnachtsevent im Jahre 2014 fahren. Und was mit dem Weißen ist, weiß ich nicht. Hier konnte man sich ein Ticket kaufen. Lorenverkäufer, hier für eine Lore konnte man Smaragd kriegen oder für 1 Mark eine Lore. Hier geht es noch nach unten, da gehen wir aber zum Schluss hin, weil wir dann hinten rauskommen aus dem Bahnhof. Dort geht es dann auch weiter. Bevor wir uns die einzelnen Züge mal von innen ansehen, gehen wir mal nach hier oben und sehen uns den Bahnhof von oben an. Prächtiger Teppich, ein paar Pflänzchen zum Sitzen. Da drüben sehen wir das Orakel. Der Seite sehen haben wir einen guten Überblick über die 3 Züge. Hier sind sogar 4. Ja. Durch das Weiße erkennt man den nicht so ganz von hier. Das ist ein kleines Häschen, das hier rumhüpft. Und hier ist noch jemand. Was bietest du denn an? Caroline, hast nichts mehr zu verkaufen. Ist, naja, ziemlich leer hier. Vielleicht hast du mal Kaffee verkauft, bevor Pepperus den beschlagnahmt hat für sich. Nicht runterspringen, Hase, okay? Alles wird gut. Wir können dich retten. Ja? Komm her. Leider nur Fisch. Hasen essen keinen Fisch. Alles wird gut, Hase. Gut, lasst uns wieder runter. So, dann begutachten wir mal den ersten Zug. Ah, wird noch gehalten. An der Verankerung. Mal rein. Nordosten zum Gleis. Fahrkartenentwerter. Fahrkartenentwerter? Wo? Stand hier vielleicht mal eine. Oh, ich sehe auch was. Ja, doch. Oder? Oh, doch, ziemlich gut gehalten. Hier lauter Bänke und Couch. Gelegenheiten, das hier sind die, die man hochklappen kann. Die kennt auch jeder aus Straßenbahn und Bus. Da kann sich ein Rollstuhlfahrer jetzt hier hinsetzen. So kann sich ein Kind hinsetzen. Fahrkartenentwerter, was ist das hier? Nach Norden ist die Strecke zurzeit gesperrt. Oh, hier ist das Auktionshaus im Weg. Ich glaube, das muss weg. Da sehen wir das Auktionshaus noch einmal am Tag. Wunderschön. Riesig, das muss viel Arbeit gewesen sein, das Haus zu bauen. Gucken wir uns den nächsten Zug an. Und wie es aussieht, ist das eine Eisenbahn. Also eine Dampflok. Genau. Ah, dampfbetriebene Lok. Ist auch nicht mehr
zu sehen. Könnte ein Kohlewaggon sein, so schwarz wie der hier ist. Voll mit Kohle. Ah, hier kann man reingehen. Oh, so schick. Mir gefällt das Blau hier mit den gelben Fensterscheiben, die Bänke, Blümchen. Ein schöner Wagen. Notschalter. Um Weihnachten zu retten, musst du auf den Event-Server joinen. Ja, wie schon gesagt. Also war das doch hier. Der blaue Zug, mit dem man zu Weihnachten konnte. Hier draußen, auch in der Verankerung, Zug fährt nicht mehr, alles stillgelegt zurzeit. Etwas traurig, die schönen Züge. Ich sehe hier gerade, hier ist noch eine Infotafel. Bla bla bla, Deutsche Bahn ist immer zu spät, sabbel sabbel. Oh, Zeitungsautomat, ah, okay. Da ist gar keine Zeitung drin, das ist ja Betrug. Wollte eine Zeitung haben. Alles gelogen, alles Gute zum Geburtstag. Ah, okay. Wer auch immer die beiden Personen sind. Merke, muss wieder einen Fisch essen. So, und schon können wir wieder schneller gehen. Fahrkartenentferner zum Gleis, ja, gut. Der Zug sieht wieder genauso aus wie der erste. Was nichts Schlechtes sein muss. Aber schade, dass er zumindest seitdem ich hier war, nicht mehr wirklich benutzt wird. Und dann haben wir hier auch schon den letzten Zug. Alle fahren sie nach Nordosten. Gehen wir doch auch gleich hin. Der Fahrkartenentferner und oh. Ja, doch, ich dachte schon, die Tür wäre geschlossen für uns. So. Dann gehen wir nach oben. Da man dort wieder nur auf eine Seite runter kann. Ja. Und schauen uns dann hier unten um. Vorher aber hier. Hier ist der Bereich, wo man zur Pandora-Welt kommt, beziehungsweise zu dem Quiz, um sich freischalten zu lassen. Da müsste man jetzt auf das Klickschild klicken und dann kommt man in einen Extra-Raum, wo die Fragen gestellt werden. Das machen wir jetzt nicht. Hier sieht es schon etwas schöner aus als da drüben. Hier ist dekoriert mit einem Brunnen. Vielleicht sollte die Person, die Caroline, von da hinten mal hier rüberkommen. Hier. Können vielleicht mehr Kunden sein. Hier gibt sogar Sachen zu kaufen. Lauter Hosen und Oberteile. Guter Mann. 32 Diamantblöcke für eine Lederjacke. Okay. 64 Diamantblöcke für eine Eisen. Das müssen teure Klamotten sein. Die müssen sehr innen sein. Also hier kaufen nur die Reichen und Schönen ein. Okay. Wobei die nicht immer schön sein müssen, die Reichen. Besonders charakterlich lassen die meist zu wünschen übrig. Aber okay. Du hast wohl mal was verkauft. Steht leider auch kein Schild, also kann ich auch nicht sagen, was du mal verkauft hast. Doch da oben steht ein Schild. Meetings. Ach, du hast Meetings angeboten. Und im Hintergrund sieht man jetzt schön den Leuchtturm, den wir später besichtigen werden. Allerdings ist dort nur ein begehbarer kleiner Raum von unten. Ansonsten können wir ihn nur, uns nur von außen angucken. Man kommt leider nicht nach oben. Hier kann man Essen kaufen. Melonen, Kürbisse, Äpfel, Kuchen. Ein sehr quadratischer Kuchen. Quadratisch praktisch gut. Kennen wir alle. Weitere Infos beim Verkäufer. Danke. Cookies kann man kaufen. Oh, und einen Goldapfel. Guten Tag, Herr Villager. 32 Smaragde für eine Melone. Ja. Wir sehen schon, auch hier sind die Preise sehr angehoben. Nur Luxusvarianten. Da drüben sehen wir nochmal das Auktionshaus. Hier sehen wir ein Haus im amerikanischen Stil gehalten und ein Baumhaus. Dahinter sind noch ein paar Häuschen, die wir uns auch ansehen werden. Da gehen wir als nächstes hin. Dann gehen wir nachher hier nach links rum zum Strand und zum Leuchtturm. So ist der Weg der nächsten Route. Hier noch eine Schatztruhe. Oh, eine Enderperle und eine Redstone-Lampe. Beziehungsweise 10 davon. Das ist gut, da kann man viel mit anfangen. So, der Weg dauert mir sonst zu lange. Haben wir etwas abgekürzt.
Da hinten könnte man jetzt runtergehen, um dort anzukommen, aber ich hatte ja noch gesagt, wir schauen uns hier unten um und dann noch da hinten. Auf dem Weg nach unten, da war noch ein Gang nach unten. Von Herzchen. Oh, hier eine Chill-Couch. Wahrscheinlich der Wartebereich für den an die Gäste. Hier kann man Komödien, romantische Bücher, Actionbücher, Krimis, Horrorgeschichten oder ab 18. Na, wir wissen alle, was da drin sind. Oder sind das hier vielleicht gar keine Bücher, sondern DVDs? Man weiß es nicht. Lasst uns den nächsten Raum begutachten. Farbstoffe jeglicher Art. Oh, wobei, da fehlt einer. Hat jemand einen Farbstoff weggelassen? Oh je. Zwar den normalen Grün, den Kaktusgrün, hat jemand hier weggenommen. Kaktusgrün fehlt. Ich habe keinen Kaktus dabei. Ja, hier Papier, Schreibutensilien. Guter Mann, wissen Sie, dass da drüben, genau Ihnen gegenüber, da fehlt ein Kaktusgrün. Können Sie uns dazu was sagen? Nein, David. David hat keine Ahnung, er steht hier einfach nur rum und... Naja, gut, wir lassen David mal alleine. Nun geht's in die Bäckerei. Oh. Lecker Kuchen, Kekse, Brot, Kürbiskuchen. Tach, sind sie hier auch so teuer wie alle anderen Läden? Oh, sie haben gar keinen Kuchen mehr. Das ist schlecht, obwohl da hinten ihr Backfeuer brennt. Okay, haben Sie noch etwas? Auch nicht. Schon lange aus. Bekaufen Sie. Na, wobei, wer weiß, wie lange die Sachen hier schon liegen. Die möchte ich auch nicht mehr kaufen. Hier können wir ins Lager. Können wir nicht, wir können die Platte nicht benutzen, aber wie wir sehen können, ist das Lager auch leer. Okay. Stellen sowas gar nicht mehr her. Können ja mal kurz im Ofen gucken. Sicherheitsabstandsplatten, okay. Ofen ist nichts drin. Die halten sich wohl nur warm, falls der Winter zurückkommt. Was gibt es hier? Obstkuchen, 30 Smaragde. Kürbiskuchen, 35, 25 Smaragde. Oh, lecker, würde ich gerne einen mitnehmen, aber scheint es nicht zu geben. Ist ja alles leer, verkauft. Was haben wir hier? Ein Chillraum mit Büchern zum Lesen, eine Sitzgelegenheit, ein Brunnen. Wobei, wenn man da hinten sitzt, hier, und jetzt hier guckt, sehe ich doch gar nicht, ob der Zug gerade lang fährt, beziehungsweise ob mein Zug gerade fährt. Also, designtechnisch ein bisschen schwierig, kann nicht durchgucken. Da ist noch die Spitze vom Leuchtturm zu sehen, mit einer Art Windmühle oder Wetterradar oben drauf. Gehen wir weiter. Und hier. Fahrkartenschalter nehme ich an. Ich hätte gern Lukas. Du verkaufst gar keine Fahr. Simon auch nicht. Benny nicht. Verkauft hier überhaupt noch irgendjemand was? Oder ist das alles nur Deko? Gehen wir mal zu ihm. Patrick, können Sie mir etwas erzählen hier? Hallo, ich wollte hier eigentlich. Geht nicht. Steht da. Cookies Schild. Okay, Cookie gehört das Schild, gut. So, ich verkaufe Ihnen jetzt was. Ich habe im Gegensatz zu Ihnen wenigstens was. Hier, ein Buch. Können Sie kaufen? 10 Smaragde. Oder nicht? Nehmen wir das wieder mit. So. Ein I für Info. Obwohl er nur Luren tauscht. So, den Gang hatten wir vorhin ja schon gesehen und jetzt haben wir den hier noch. Das sind. Die beiden Gänge führen zur selben Position, deswegen gehen wir nur einen lang. Ein Ausstellungsraum, in dem nichts ausgestellt wird. Sehen Sie diese frische Luft? Richtig gut. Wird immer frisch bleiben, weil wir sie eingesperrt haben. So. Da drüben würden wir rauskommen, wenn wir den anderen Gang genommen hätten. Also die führen beide hierher. Hier steht was dran. Für 1000 Smaragde kannst du hier für deine Stadt Werbung schalten. Wende dich an einen Admin. Das war wohl mal früher die Werbezentrale, denn mittlerweile wirbt hier unten kaum jemand irgendwas, weil hier unten sich auch kaum jemand herfährt. Geben wir so offen zu. Hier haben wir einen Schalter. Neugierig? Er macht aber nichts. Dann haben wir hier öffentliche Toiletten. Ihre Reinigungsfrau beobachtet euch. Okay. Oh. Oh. Ein Smaragd bitte als Spende.
Villager Toilettennutzungsberechtigung. Nur heute gültig. Okay. Damentoilette. Damentoilette. Was? Cookies? Und Katzen. Okay. Ich weiß, man sollte... hier, eine Herrentoilette können wir uns ja mal ansehen. Spülen, Toilette, fertig. Hier, Waschbecken, zack. Schneemänner dürfen hier reingehen, hier Schildkröten und da die Männer. Genau, ich war gerade bei Schildkröten drin. Nein. Da hat mich keiner gesehen. Und jetzt hier die Mädchen. Hallo, ich bin hier nur wegen der Truhe und da ist nichts drin. Ich gehe dann mal wieder. Sie haben nichts gesehen, okay? Ich würde ihn ja gern Smaragd anlassen, aber ich habe keinen dabei. Möchten Sie ein Buch? Möchten Sie? Gut, behalten Sie das Buch. Tschüss. Wir gehen weiter. Wir haben nichts gesehen. Oh, hier, das ist ein schöner Wartebereich. Hier kann man sitzen und Wasserfall begutachten. Führt er auch irgendwo hin? Nein. Macht aber nichts, gefällt mir trotzdem. Hier mit den Blumen, also den kleinen Mini-Hecken und Büschen. Oh, jetzt kommen wir zu Porträts. Eine Bildergalerie. Ich glaube, hier ist jedes Bild mal vertreten. Ist ja auch ein Geheimgang hinter. Typisch, ne? Nein. Okay. In den großen Bildern kann man immer so schön einen Geheimgang dahinter verstecken. Aber daran wurde wohl gedacht. So, nun sind wir draußen. Hier noch ein Schild. Was? Du, wenn du das liest, ist es zu spät. Ah, wegen der Schiene. Und Witz darstellen. Wenn man vom Zug dann überfahren wird oder so? Da oben ist der Bahnhof. Da wären wir rausgekommen, wenn wir den Weg geradeaus weitergegangen wären an den Schienen. So, da ist das Auktionshaus nochmal zu sehen. Da drüben kommen wir zu der amerikanischen Wohnsiedlung. Die sehen wir uns dann etwas später an. Bis dann.